Ist Technologie die Lösung oder das Problem? Die Lösung. Das stimmt, aber sie braucht eben auch ein Fundament, auf dem sie tanzen kann. Von daher vergeben wir uns auch viel Transformationspotenzial, weil wir wissen, dass wir, wenn wir Menschen sagen, das geht und das machen wir jetzt so, dass sie dann auch mehr Vertrauen haben in die Veränderung. Da dreht sich es überall um Chips im Zusammenspiel mit sehr komplexer Software, die diese Zukunftstechnologien, die Teil der Lösung für die Dekarbonisierung von Planet Erde sind, erst ermöglichen. Das heißt, wir müssen uns als Gesellschaft nach vorne entwickeln? Für mich hängt es an zwei Sachen. Einerseits braucht man noch eine Finanzwende, auch in den Investitionen in die Industrie gerade. Und zum Zweiten aber auch eine Bewusstseinswende, über die wir auch gerade gesprochen haben mit der Gesellschaft. I think the key takeaway is that we should be optimistic and keep pushing and that the future will be created by the ones that are active and take actions. Just to look around and see that so many people don't know how important semiconductors are for climate, for stopping climate change, this was probably the most important thing. I like the relaxed atmosphere, the importance and necessity of the panelists to talk about climate change and economic outlooks. Watch the recording of our Tech4 and learn more about our ways and approaches that we can undertake in order to master the transition towards a net zero society and economy.